Herzlich willkommen zum KIM-Tutorial. In diesem Video zeige ich dir, wie man Farbverläufe machen kann. Ich habe hier ein neues Bild geöffnet, ein weißes, und wähle jetzt gleich mal das Farbverlaufswerkzeug aus. Ohne jetzt großartig Einstellungen vorzunehmen, probiere ich mal, was passiert, wenn ich hier auf der Zeichenfläche eine Linie aufziehe. Aha, GIMP zeichnet mir hier also von schwarz nach weiß einen Farbübergang. Das heißt, er zeichnet zwischen der linken und der rechten Seite alle Farben, die zwischen schwarz und weiß sind. Nun, woher kommt dieses Schwarz und Weiß? Richtig, das sind meine Vorder- und Hintergrundfarben, die ich natürlich hier im Farbkasten ändern kann. Ich wähle jetzt mal als Vordergrundfarbe ein kräftiges Rot aus und als Hintergrundfarbe ein Gelb. Und dann werdet ihr sehen, wird der Farbverlauf zwischen diesen Farben passieren. Dadurch entsteht natürlich hier in der Mitte ein Orangeton, der genau zwischen Rot und Gelb drinnen liegt. Ich kann diese Linie, die ich hier aufziehe, in sämtliche Richtungen zeichnen, also nicht nur waagrecht, sondern zum Beispiel auch senkrecht, dann passiert natürlich auch der Farbverlauf senkrecht. Ich kann es auch schief machen, ich kann es kürzer machen oder ganz lang machen. Ihr seht, dementsprechend fällt dieser Bereich in der Mitte, der orange Teil, kleiner aus oder größer aus. Und ich kann hier noch was anderes einstellen, nämlich die sogenannte Form. Momentan ist beim Verlauf eine lineare Form eingestellt. Wenn ich hier zum Beispiel kreisförmig auswähle, dann seht ihr, passiert der Farbverlauf in Form eines Kreises. Also hier geht es von der Mitte aus, vom Roten nach außen hin ins Gelbe über. Dasselbe kann ich auch als Quadrat machen. Dann gibt es noch ein paar spezielle Einstellungen und ganz interessant ist auch die letzte, nämlich die sogenannte Spirale. Ich kann damit also tolle Effekte erzielen. Es gibt hier auch ein Fenster, in dem verschiedenste Farbverläufe bereits abgespeichert sind, wo ich mir einen aussuchen kann. Ich nehme hier mal diese Tropical Colors. Dann sehe ich schon, das sieht so ein wenig aus wie Regenbogenfarben. Nochmal zurück auf den linearen Verlauf, dann sieht man es besser. Oder ganz interessant und toll aussehend ist auch dieser goldene Farbverlauf. Ja, wo ist der? Da. Sieht also so aus. Ich habe auch hier auf der rechten Seite ein eigenes Fenster mit meinen ganzen Farbverläufen. Auch hier kann ich auswählen, hier ist es vielleicht etwas bequemer als hier links, es hat aber dieselbe Funktion. Solltet ihr dieses Fenster nicht haben, könnt ihr es unter Fenster, andockbare Dialoge und dann Farbverläufe öffnen. Und ich würde sagen, ihr probiert einfach all diese verschiedenen Verläufe durch. Nun, was kann ich nun mit diesen Farbverläufen tun? Ihr könnt euch an dieses Bild erinnern. Wir haben in einem vorhergehenden Video hier einen Himmel eingefügt, einen blauen. Das Problem dabei ist jetzt noch, der Himmel sieht ehrlich gesagt nicht sehr realistisch aus, da er überall die gleiche Farbe hat. Er ist überall gleich hell bzw. gleich dunkel und man merkt hier sofort, dass das Ganze am Computer entstanden ist, also nachbearbeitet worden ist. Hier könnte ich zum Beispiel einen Farbverlauf einsetzen, dann wirkt das Ganze noch ein bisschen realistischer. Das mache ich jetzt auch. Ich wähle mir als allererstes den Himmel wieder aus. Ihr könnt euch erinnern, das mache ich am besten mit dem Zauberstabwerkzeug. Da hier alles in derselben Farbe ist, wird mit einem Klick der gesamte Himmel ausgewählt. Und zwar nur der Himmel.
Und jetzt gehe ich auf mein Verlaufswerkzeug und wähle bei Verlauf entweder hier oder auch rechts Vordergrund nach Hintergrundfarbe aus. Und zwar gibt es da mehrere Möglichkeiten. Ich nehme die letzte, die ist am besten. Und jetzt kann ich hier einen Farbverlauf als Himmel einzeichnen. Zugegeben, von Rot nach Gelb sieht jetzt alles andere aus, echt aus. Aber ich kann mir aus Vorder- und aus Hintergrundfarbe zwei verschiedene Blautöne einstellen, die in etwa nach Himmel aussehen. Also ein dunkleres und jetzt ein helleres Blau. Dann probiere ich dasselbe nochmal, einen schiefen linearen Farbverlauf. Ja, das ist mir noch ein wenig zu dunkel. Das Blau muss noch ein wenig heller werden. Schauen wir nochmals. Ja, so sieht das schon besser aus. Jetzt stören mich noch diese strichlierten Linien, die sich hier bewegen. Die mache ich mal schon weg mit Auswahl nichts. Und jetzt sehe ich schon, das Bild wirkt viel besser als zuvor. In diesem Video hast du gelernt, was Farbverläufe sind, welche verschiedenen Arten von Farbverläufen es gibt. Und du hast ein Beispiel kennengelernt, wo du zum Beispiel Farbverläufe einsetzen kannst.